Dann pirscht sich ein persönlicher Freund Höckes heran, knipst uns und sucht Feindberührung. Das Werk zeigt Wirkung. So was Beklopptes. Nee. Mann. Sind Sie allein mit Ihrer Meinung im Dorf, oder? Wir sind halt alle zu der AfD. Alle. Man muss sich schämen, wenn man sowas sieht, du. Lass die Familie hergehen, Ruhe, verschwindet hier und Bonan. Früher hatte ich euch mit der Schlinge weggefangen. Ich glaube, ich muss noch was anderes hier. Ich muss noch Pippe herholen. Bolschewikenpack, verdammtes Gesindel, gab es das nicht schon einmal? Unterstützer des AfD-Politikers Björn Höcke wollen Künstler und Journalisten nicht durchlassen. Zwischen blockieren AfDler den von der Künstlergruppe gemieteten Hof. Die Freiheit der Kunst in Bornhagen ist sie in Gefahr. Das Ganze droht zu entarten. Also ich möchte, dass mich doch verbinden, diese Filmerei. Selbst dem angereisten Pfarrer wird der Zutritt verwehrt. Und das am Buß- und Betag. Sie haben keinen Zutritt. Das ist mein Grundstück. Wir haben Sie gar nichts zu sagen. Der blaue Trupp sammelt sich am rechten Straßenrand. Das hat es eine Bürgerwehr schon, ne? Ja, Bürgerwehr. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, es ist eindeutig AfD. Eine Bürgerwehr sagt ja immer, bürgerliches Klientel, unabhängig von irgendeiner Partei. Aber das ist jetzt hier keine wirklich AfD-Mitglied. Bolschewikenpack und verdammtes Gesindel war die genaue Wortwahl. Irgendwie kam uns diese Ausdrucksweise bekannt vor. Also haben wir im Archiv gekramt und gefunden, wer Journalisten schon mal so ähnlich angegriffen hat. Wer